Da sind wir wieder. God of War Ascension Folge 5. Wir versuchen nicht dem Wahnsinn zu verfallen und begeben uns jetzt auf die Spuren des Orakels von Delphi. So ist das. Und wir haben eine Theorie, wer der lustige Kerl ist, der uns eben besucht hat. Wir glauben, dass es Orkos ist. Das Problem, was ich mit dieser Theorie habe, Orkos ist zwar ein Halbgott, aber ich habe ihn jetzt soweit nicht in Erinnerung, dass er aussieht wie ein Terbeladener mit Bernstein draufgeklebt. Und vor allen Dingen nicht mit solchen Superkräften und vor allen Dingen nicht, ist es ein bisschen komisch, weil Orkos an sich der Oathkeeper ist, also derjenige, der dafür sorgt, dass die Leute ihren Eid nicht brechen. Und er ist gerade dazu angestiftet, unseren Eid gegenüber Ares zu brechen. Bisschen komisch alles. Oh, da war eine Truhe drin. Ja, ich muss erstmal noch Käfige kaputt machen. Und Tische. Sah ein bisschen aus wie Phantasia jetzt mit dem Besen, der selbst putzt. So. Hier sind noch Sachen. Ich mach den jetzt hier ihre ganzen Häuser kaputt. Aber stört die nicht mehr. Hier ist ja keiner. Was war vorne eigentlich? Da geht's, glaube ich, weiter. Deswegen gehe ich erstmal hier lang. Phönixfeder! Yay! Okay, sehr schön. Haben wir eine. Hier gibt's ein Gorgonenauge, oder? Natürlich, immer zwei von. Komm schon! Yeah! Yeah! Sehr gut. So, ist hier noch was? Hier kann nichts mehr kaputt machen. Und da kannst du auch nicht hoch, oder? Da, meinst du da hinten? Nee, da kann ich nicht hochklettern. Okay. Das ist nur Levelbegrenzung. So. Ich bewege mich immer gerne als Kratos durch die Gegend. Das ist immer sehr erotisch. So, eine Kiste ist hier irgendwie nicht. Hier ist was. Zum Lesen. Kirra sind wir jetzt gerade. Einst waren wir eine florierende Stadt, doch dann kam er. Jetzt haben wir nichts mehr. Jetzt sind wir nichts mehr. Meinen Sie damit uns? Bestimmt, oder? Wir haben uns da versteckt und alle sind... Ich glaube, das war Ares, der die Stadt Kirra platt gemacht hat. Okay. Bin ich mir aber nicht sicher. Nicht? Ah, das war kein Besen, das war eine Keule, die ich gesteckt habe. Und wie mache ich das mit... BAM! Und L1? L1 ist... Boah! Ja, schön. Wo ist die denn jetzt hin? Die ist kaputt gegangen. Ist ja gemein. Zeigen Sie uns einen Move, mit dem man die Waffe gleich wieder wegmachen kann. Ja, sehr nett, dankeschön. Ich hab euch auch lieb. Da geht's nicht rein. Ja, Kratos, ich weiß, du magst das, Lachen zu schlagen, aber... Oh, da steckte wieder was. Dann werden wir uns das doch, denke ich mal, gleich nehmen. Ein Olifant. Ein Oligarchifant. Das ist ein Russe. So. Ja, eins und... Au! Spinnst du denn? Da kommen wir noch mehr. Au! Mann, ich komme überhaupt nicht gegen den anderen. Moment. Ich erhalte gerade eine Nachricht von Laura. Was sagt sie? Weicht das aus? Ist Laura jetzt die Regie? Die Regie sagt, ich soll ausweichen. Okay. Seht ihr, wie schön das geht. Au! Ich bin ausgewichen! Ja, Arsch. Nicht genug wahrscheinlich, ist eingespannt. Oh, komm schon, Joss! Lass mich doch erstmal den einen besiegen, komm schon! Den kannst du wahrscheinlich dann gleich reiten und den anderen mit fertig machen. Wie bei Devil May Cry, wo ich immer das Glück habe, zwei Gegner zu bekommen, wo Laura dann vorher irgendwie mit einem eine ganze Folge lang gerungen hat und kriegt dann in der nächsten Folge immer zwei. Aber das wisst ihr ja mittlerweile. Zu dem Zeitpunkt sind wir ja bei Devil May Cry schon relativ weit. If life gives you melons, you might have dyslexia. Du kannst ihn da R1. Ich kann den R1. Okay, achso, das habe ich gerade aus Versehen den anderen genommen. Genau. So, jetzt. Komm, sag ich ja. Ja, schön. Und. Oh, da ist ein Toten. Habe ich auch schon gesehen. Oh, ich muss den einfach stechen. Moloch-Angriffe. Moloch heißen die. Na gut. Moloch sind meistens große männlichen Fressen und Ungeheuer. Au! Das sieht gerade total schlecht für mich aus, glaube ich. Ja, ich glaube, das ist nicht gesund, wenn hier so 10 Liter Blut pro Griff rausgedrückt werden. Na komm. Na, nur aber. Und dem Moloch-Angriff ausweichen. Jetzt versuchen.
Jetzt. Hab ich doch. Achso. Ich dachte, ich weiß schon mal 20 Sekunden ja. aus. So, jetzt. Oh, der hat so schöne braune Augen. Ich glaube, das ist das Einzige, worauf ich jetzt gerade nicht geachtet habe. Der Moloch bringt einen Gesundheitsorbs ein, ne? Schön. Wenn du ihn immer so tötest. Hab ich vor. Wie soll ich ihn denn sonst töten? Naja, du musst ihn ja nicht immer über Erd töten. Aber ich liebe so Sachen über Erd zu töten. Ja. Guck mal, der verliert so schön viel Blut schon. So lange lebt er nicht. Aber Gesundheitsorbs brauche ich dann auch gleich wieder. Au, mein... Aber Kratos ist so immer noch in seiner dummen Schlageinsetzung. Kann ich ausweichen. Jetzt. Kommen sie her. Kommen sie ran. Hier gibt es was Blutiges. Das finde ich ja auch fies. Also Elefanten trinken ja eigentlich über ihren Rüssel. Ja. Aber der kann es nicht, weil da ein Morgenstern dran hängt. Das ist echt ganz schön gemein. Das ist das Fieseste an der ganzen Situation. Ja. Nicht, dass wir ihnen irgendwie das Hirn rausschälen. Nee. Nee, um Gottes Willen. So. Ach, ich liebe klassische Videospiele. Das hier ist ein Raum, da kommst du erst raus, wenn du alle besiegt hast. Und eine sehr unconveniente Levelbegrenzung hält ich davon ab. So, wo war jetzt die dumme Kiste? Hinter dir. Hinter mir, wie komm ich da hoch? Nee, hinter dir, so, also zu uns gesehen. Also da, wo wir sitzen. Ja. Wie kommt mir hier eine Kiste hin? Hier sitzt doch ich. Das geht kaputt. Ja, die Tür geht wahrscheinlich auch noch auf. Yeah. Oder auch nicht. Nicht so richtig. Mal ganz kurz gucken, was... Ach nee, das war dieses Menü. Wie viel brauchen wir, um 5000 gegen 5000? Ne, ich rufe die ganze Zeit schon rauf. Ach so. Das ist ja schön. Ja, so, dann sag mir mal. Da oben war sie. Also ich hab sie gesehen, ich also. Komme da ja bloß nicht hoch. Ich wollte es gucken, ob ich hier irgendwo... Da oben ist dann ein Gang. Hast du gesehen? Ja, da rechts. Und dann wahrscheinlich an der Wand lang schleichen. Aber hier komme ich her, ne? Ja. Also hier bringt mir nichts, wenn ich jetzt hier lang laufe. Bei dir liegt jetzt nur die Entscheidung, links oder rechts. Wie links oder rechts? Na, in da reingehen oder in den anderen Raum, der freigeschalten wurde. Freigeschalten? Freigeschaltet wurde. Aber hier waren wir doch auch schon, oder? Nee. Hier um die Ecke? Nein. Sure? Yeah. Okay. Ah, so kommen wir damit drauf. Ah, muss ich jetzt den ganzen Level hier ziehen? Ja, schönes Wetter heute, ne? Mhm. Kannst du nicht, wie bei den anderen Teilen, nicht auf die andere Seite stellen und kicken? Nee, ich kann schneller ziehen, wenn ich schiebe. Du kannst schneller ziehen, wenn du schiebst? Schneller. Ja, komm. Sehr. Ja, beeindruckend. Hätte ich auch einfach schieben können. Ja. Zack. Ja, wunderbar. Für wie viele Orbs hat sich das gelohnt? Ja, für 20 oder so. Yay! Sehr schön. Das brauche ich doch bestimmt nochmal irgendwo. Nein, brauche ich nicht. Oder du schiebst es auf die andere Seite. Vielleicht war da noch was. Du wolltest jetzt wirklich durch die ganze Level schieben? Keine Ahnung. Nee, nein. Da geht's auch nicht weiter. Ich wollte das jetzt aber mitnehmen, mit nach Hause nehmen. So eine tote Ochse in so einem Kasten, das ist doch was Geiles. Kann man immer gebrauchen. So ist das. So, geht's da lang. Hier gibt's lang, aber hier ist jetzt nicht so viel. Schade. Hätte ja klappen können. Da ist noch was, aber hier ist erstmal eine kaputtmachbare Tür. Ja, du das jetzt nur wieder wüsstest, dann ist die sah so kaputtmachbar aus. Oh, was war denn das da oben, das rote? Ein Baldachin, ja. So. Nee, da geht's nicht lang, hier geht's lang. Rätsel! R1 drücken, rückhalten, greifen. Hab ich noch? Wie sieht's mit dem Leben aus? Ja, nehme ich mal mit. So. Okay. Dreh. Da hinten steht noch eine Kiste, ne? Ja. Ich sag Feder. Okay, da muss ich Gorgonenauge sagen. So, wie lange muss ich das jetzt noch drehen? Achso, einmal rum. What happened? Ja, nee, danke. Jetzt nicht ernsthaft, oder? Wozu war denn dann dieser blöde Kasten da? Wie, warum war der Kasten da? Einfach nur nett. Ja, aber wenn ich da eh hochkomme über diese Klettervorrichtung, ah. Bam! Dann ergab das doch jetzt gerade gar keinen... Nee, du musst jetzt da, wo der Kasten ist, hoch, dass du dann mit den Seilen rüberklettern kannst. Ist ja gut. Ist ja gut, Flugscheißer. Nö.
in die Ecke gerollt. Bevor ich den hingestellt, hier habe ich den hingestellt. Ne? Ja. Na, R1. Komm, jetzt will er nicht greifen. Jetzt. Oh, warum ist er langsam, wenn er rückwärts ist? Macht. Beeil dich mal ein bisschen. Keine Muckis mehr, der Gute. So. Ups. Das passiert, wenn man immer nur die Arme trainiert und nicht die Beine. Ja. Schnell bewegen. Na komm. Ui, ui, ui. Ja. Das hat geklappt. Kommt jetzt auch mal wieder ein Gegner. Was ist denn hier los? Ich will mich hier nicht beschweren, aber hier ist ja gar nichts los. Du bist dann für die Rätselpassagen, ich bin dann immer für die Großmonster zuständig. So hallo, ich habe gerade schon zwei große Monster besiegt. Ich möchte nicht gehört haben. Was, die großen Monster? Ja. Naja, die habe ich besiegt. Also bist du für gar nichts mehr verantwortlich. Du bist für Griechenland-Wissen zuständig. Oh Gott. Mann, könnte man näher ranzoomen? Was soll der Mist? Ja, ist ja gut. Können ruhig mehr von kommen, also die haben immer ordentlich viel Mobs. Ja. Au. Oh, einer ist noch übrig. Ja, die explodieren auch noch. Sind das Original Explodierhansel? Ja. Juhu! Diesmal schon, nicht Teleportierhansel. Geil. Da guckt jemand Dishonored. Aber nur indirekt. Ja. So, wie geht's weiter? Nach wie gut, unten? Dass die Tauben genau dahin geschissen haben, wo wir uns langhangeln müssen. Das ist echt ein Vorteil. So, dann sind das also in der Realität immer die Orte, wo ich lang gehen soll, da wo die Tauben hingeschossen haben. Ja, die, machst du das nicht? Nee, meistens. Oh, denn ich versuche das immer zu umgehen. Der Spieler, der dich spielt, ja, der wird die ganze Zeit nur fluchen. Ja, ich habe auch voll die schlechte KI. Bei mir ist das wirklich keine Intelligenz. So. Oh, das burnt. Aha, das riecht nach Elementarklingen. Ja, so halt. Ist hier noch was? Ne. Wie. Was muss ich jetzt machen? Na, an den Kessel und Feuer holen. Ah, mit R1, heißt sie. Stimmt, so funktioniert das. Genau, Kopf erstmal in Flammen halten. Ist bestimmt gesund, Kratos. Das stört ihn alles nicht mehr. Hast du mal seine Hautfarbe gesehen? Der sieht sowieso nicht so gesund aus. Feuer des Ares. Fesseln das Horn und betäuben sie Gegner in der Nähe mit Ares Feuer. Das Entzünden von Gegner erzeugt goldene Orbs. Und goldene Orbs bringen. Achso, Magiepunkte praktisch. Also Gold ist ja immer. Dennis? Ja. Wo sind denn die dritten L-Knöpfe? Hier. Auf den. Die musst du runterdrücken, die, okay. Die Sticks. So, das ist da unten einfach das Ding. Na komm. Ach, jetzt nicht mehr voll. Scheiße. Genau, das ist quasi die Wut, die wir uns immer anstauen. Und wenn die voll ist, kannst du sie entfesseln. Ja, ich darf mich bloß nicht hauen lassen. Ja, das ist gut. Au! Das ist aber mal gut. Ich wollte es jetzt mal machen hier. Wieder entfesseln und so. Au! Man, immer wenn ich fast davor bin. Ja, toll. Was ist jetzt? Ja, jetzt hast du den starker Angriff. Na, no, du hast den Gegner entzündet, der dann explodiert. Oh. Awesome. Ich hab den Typ immer noch hinter mir. Das geht doch gleich nochmal. Oh, geht nicht. Ja, jetzt sind's auch krass. Nö. Nicht mit mir. Hast du es gerade aktiviert oder warum sind die Nö. Gefeuert worden? Oh. Oh, und mit R2 kannst du Magie einsetzen. Geil. Ja, I like. Oh Mist, ich hätte X drücken müssen. Ja. Na gut. Und du bist fast tot. Ja gut. Auch nicht so schlimm. Machen wir das einfach nochmal. Ich drück mal X. Ach nein, du bist Mann! Sonst waren es ja immer dieselben Quicktime-Events. Du hast nicht zufällig Heavy Rain gespielt, oder? Doch. Sure. Mann! Ey, jetzt Schluss! Jungs, Schluss, wirklich! Keine Lust mehr auf euren Scheiß hier.
Ah, weiß bedeutet betäubt. So, jetzt habe ich mir auch ein bisschen Leben wiedergeholt. War auch nicht viel. Echt? Ja. Ja, so wenig hatte ich, das ist jetzt gerade. Nee, das waren goldene Orbs. Nee, davor beim drittletzten, da kamen drei grüne oder so raus. Okay. Und goldene. Das ist ja ein bisschen unterschieden. Es war leider nicht besonders viel. Ich weiß trotzdem noch nicht. Ach, goldene sind dann wahrscheinlich Mana. Wer weiß. Nee, Mana ist ja blau. Nee, das wird einfach die Zornleiste unten rechts sein, oder? Ich weiß nicht so genau. Aber die haben wir ja auch aufgeführt vorher schon, also. Kira, selbst die Götter des Olymps können uns nicht vor uns selbst retten. Das Schicksal unserer Stadt hängt von einem Krieger ab. Und das sind dann wohl wir. Ach, war Kira die Heimatstadt von Kratos? Unter dem Spartanerkönig? I don't know. Ich weiß es leider nicht mehr so genau. Das Erste, was du machst. Erstmal wie Kuhbrühe laufen. Ist aber geil, wie das Blut da. Ja, sehr, sehr sexy. So, Leben aufgefüllt. Folge zu Ende, so muss es sein. Macht's gut. Tschüssi.